Ein Scanner konnte man sich damals als Privatmann sowieso nicht erlauben. Da war so ein Trommelscanner, was das denn nun war. Der kostete um die 40.000 Mark, 50.000 Mark und konnte, glaube ich, sogar noch nicht mal so richtig Farbe damals, in den frühen 80er Jahren. Und wir haben eigentlich was gewusst von Scannern, dass man was scannen kann, dass man was in den Computer bringen kann. Und hatten dann so Hilfsmittel dazu gehabt. Die Flachbettscanner, die waren auch noch zu teuer für uns. Und da gab es so Handscanner. Das ist allerdings jetzt hier ein ganz neuer. Der wird jetzt auch wieder angeboten. Den gab es damals auch schon. Den hat man dann über die Vorlage geschoben. Und dann ist der Scan hier ganz modern in einer 4 Gigabyte großen kleinen Speicherkarte. Und dann kommt noch der Adapter dazu hier. Da stecke ich das dann rein und kann es dann am Computer weiter bearbeiten. Die Scans sind nicht schlecht, aber wie bei all diesen Dingen, es ist wackelig. Je nachdem, ob ich da genau diese Geschwindigkeit finde, die ich da brauche und ob ich gerade, senkrecht gerade nach oben fahre, das muss ich lernen dabei. Und ich habe ab und zu mal sowas zu scannen. Und dann ist es immer ein bisschen blöd, wenn ich dann meinen Scanner so halb auseinandernehmen muss, so ein Flachbettscanner, muss den Deckel abmachen, weil man ja, manchmal will man ja auch Bücher scannen. So etwas. Ich habe extra mal so ein dickes Buch mitgebracht. Und wenn man sieht, wie das aussieht, das sieht hier nicht besonders gut aus. Hier, da ist es gebogen und hier ist es gebogen. Und da habe ich gelesen, dass ein solcher Scanner da Besseres leisten kann. Und vor allen Dingen hat der eine Automatik drin. Also hier erstmal sitzt eine Kamera drin. Das sind nicht wie hier verschiedene Sensoren, sondern eine Kamera drin, die schaut auf den Untergrund und macht daraus ein Bild. So, und ich werde gleich mal das mal einstellen. Ich werde mal die Ansicht hier ändern. Sie werden nicht allzu viel bei mir heute hier sehen, denn das braucht doch schon Zeit. So, hier geht jetzt das Bild auf und da sehen wir hier einen roten Kasten drumherum. So viel sieht er im Moment. Ich versuche das zu vergrößern, zu verkleinern, aber da passiert nichts mehr. Also man muss hier schon sicherlich auf einen 17 Zoll Monitor mindestens achten, den man dabei verwenden will. Aber hier ist eine Automatik drin. Ich kann die so einstellen, dass er alle 3 Sekunden ein Bild macht. Alle 3 Sekunden. Also so. Und so. Und so. Und er macht immer automatisch ein Bild. So könnte ich ein ganzes Buch so scannen. Aber das bringt nicht sehr viel hierbei, habe ich festgestellt. Denn was hast du denn da in der Hand? Kugelschreiber. Kugelschreiber. So, ich erfasse das Bild mal hier kurz. Erfasse es. Dann schiebe ich das Bild mal rüber. Na, ich gehe mal rüber. Ja. Jetzt ist es hier, es steht auf dem Kopf hier. Jetzt drehe ich das einfach mal nach da. So, und jetzt mache ich mal hier von dem, mache ich ein OCR, und zwar in deutscher Erkennung, damit man mal sieht, dass, wie das so funktioniert. Die OCR läuft und hier unten haben wir Naugenstler. Ah, das steht jetzt richtig oben dran. Je nach, gehen mit Dezimots. Dezimal, Programm laufen dabei, wird verwendet, Abbildung, Rundungsfehler und so weiter. Also die OCR funktioniert erstaunlich gut, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt und die Unterlagen ein bisschen gerade legen kann. Aber jetzt frage ich mich, mit diesem Gerät soll man ja auch Webchats mitmachen können. Wie geht das denn? So? Wenn da eine Kamera dran ist, warum nicht? Ja. So? Ja, oder leg dich doch auf den Tisch und. Warte mal, ich mache mal die Ansicht verändern. Oder auf den Tisch legen und mit dem Gesicht von so? Ja, wäre doch was. Ah, da ist es hier. Da ist die Kamera. Aber wo bin ich denn? Ausgeblendet. Wo bin ich denn? Klassisch ausgeblendet. Also, okay. Du hast gefragt, was das hier ist. Genau. Ja, oder? Wenn ich jetzt hier darauf gehe, dann bekomme ich hier meinen Laserrahmen auf der Hand, da. Das ist der Bereich, den er scannt. Ist schwarz oder auf dem Buch, ja. Ich weiß nicht, ob man das Rote in der Kamera erkennen kann. Dann drücke ich drauf, wutsch, habe ich mein Bild. Fotos mache ich natürlich auch damit, überhaupt kein Problem. Das hast du gescannt, OCR? OCR gibt es dafür, klar. Das ist natürlich das Moderne.
Gegenstück. Das habe ich nämlich immer dabei, quasi wie ein Kugelschreiber.